Hallo, ich bin Hendrik, das ist Zaba und wir stellen heute den digitalen Raumscanner vor. Dieser scannt, wie der Name schon sagt, Räume. So zur Übersicht, zuallererst kommt die Problem- und Fragestellung, dann der Ansatz, dann eine Live-Demo und dann, wie wir genau das gemacht haben. Ja. Problem- und Fragestellung ist, dass viele Leute, die Einschränkungen haben, unterstützt werden müssen. Und dadurch, dass wir jetzt in einem sehr modernen Zeitalter sind, sind Computer dafür die beste Lösung. Genau, also unser Ansatz war dann eben, dass wir einen Prototyp entwickelt haben, welcher den Raum mithilfe von Ultraschall eben scannen kann, quasi die Form des Raums um sich herum. Und das ist so ein bisschen wie bei einer Fledermaus oder eigentlich ziemlich ähnlich wie bei einer Fledermaus, nur dass die das noch ein bisschen besser können. Und die Scanergebnisse werden dann eben wie bei uns jetzt mit Lampen oder eben auch in einer Grafik dargestellt. Genau, jetzt gibt es mal eine kleine Live-Demo, bevor wir das noch genauer erklären, das Ganze. Also das ist eben unser Prototyp. Der sollte sich jetzt gleich anschalten. Und dann sehen wir schon, da sind jetzt hier diese zwei Augen, die drehen sich da so einmal schön um 180 Grad und wieder zurück. Und jetzt könnt ihr hier sehen, vielleicht könnt ihr es sehen, hoffentlich, es gibt jetzt hier rote, orangene und grüne Lampen. Und je nachdem, wie weit jetzt das nächste Objekt von dieser Ausrichtung weg ist, erscheinen eben verschiedene Lampen. Also hier drüben kann man auch sehen, da ist jetzt noch ein bisschen grün. Wenn ich diese Powerbank hier wegnehme, dann erscheint da vorne auch grün. Da ist ja frei. Wenn ich die jetzt wieder hinstelle, dann wird es wieder rot. So funktioniert das Ganze. Eigentlich können wir das mal so laufen lassen und dann machen wir mal ein bisschen weiter. Genau, die Hardware ist ein Mikrobit und ein Servo mit Motorschild. Daran ist das LED dann verbunden, welche die LEDs einzeln ansteuerbar sind und ein Ultraschallsensor. Programmiert habe ich das Ganze mit MakerCode und dort habe ich die Programmiersprache JavaScript genutzt. Hier kann man ein Codebeispiel sehen. Das ist einmal der obere Teil davon ist, dass man auf die eine Seite schwenkt und der untere Teil davon wäre, dass er auf die andere Seite wieder zurückschwenkt. Genau, ich habe mich noch mit ein bisschen Software beschäftigt und zwar so ein bisschen Visualisierung. Das kann man hier im Hintergrund als GIF schön sehen. Also das ist jetzt so ein Diagramm, das eben auch nochmal die Entfernungen ein bisschen darstellt. Der grüne Mittelpunkt da ist quasi der Scanner und außenrum erscheinen die Punkte, wo es eben scannt. Und das Ganze habe ich mit Python gemacht und zwar mit Pygame dann. Und die Datenübertragung, also quasi von dem Scanner jetzt auf den PC oder den Laptop, funktioniert über eine serielle Schnittstelle, also quasi einfach ein Kabel, das da eingesteckt wird. Genau, und dann noch so ein kleiner Ausblick in die Zukunft, was man jetzt noch so machen könnte oder was wir vielleicht auch noch machen, wer weiß. Also was natürlich sinnvoll wäre, wäre ein nicht visuelles Feedback, jetzt zum Beispiel für Sehbehinderte oder so, wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen verbessern, weil ja, die können das natürlich dann auch nicht so gut erkennen mit dem Sehen. Genau, also zum Beispiel halt irgendwas Haptisches oder so, das haben wir uns jetzt noch nicht so genau überlegt. Und natürlich damit einhergehen würde dann auch eine Einbindung in das reale Leben, wo man das benutzen könnte. Das müsste man natürlich alles nochmal umgestalten, aber so grundsätzlich funktioniert es halt so und dann müsste man sich nochmal überlegen, wie verändern wir das, damit es dann auch im realen Leben funktioniert und nützlich ist. Ja, ui, das ist interessant. Entschuldigung. vielen Dank. Das war unsere Präsentation. Soweit sind wir jetzt eben gekommen in den zwei Tagen, die wir hatten. Da könnte man jetzt noch sehr viel weiterentwickeln. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Tutoren, vor allem Matze und Beat und natürlich auch bei allen anderen Mentoren und dem ganzen Orga-Team und den ganzen Teilnehmern. Das war ein wundervolles Wochenende. Vielen Dank dafür. Vielen Dank euch beiden. Bleibt noch kurz da. Ich hab noch eine Frage. Du hast gerade selbst gesagt, so weit seid ihr gekommen. Seid ihr so weit gekommen, wie ihr wolltet in den 2,5 Tagen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also wir hatten am Anfang tatsächlich noch gar nicht so viel Plan, was wir denn jetzt so genau machen sollen. Die Idee dahinter, also angefangen haben wir das Projekt mit der Überschrift Erweiterung der menschlichen Sinne. Haben wir so ein bisschen überlegt, was könnte man denn da so machen und das ist dann dabei rausgekommen am Ende. Das hat sich so entwickelt. Wir hatten am Anfang überhaupt keinen Plan, was wir tun sollen. Dann haben wir einfach angefangen, so ein bisschen mit Hardware rumzubasteln und dann hatten wir diesen LED-Streifen und dann hat es so
zusammen funktioniert plötzlich. Wenn ihr jetzt noch einen Tag, sagen wir mal, mehr Zeit gehabt hättet, was wäre dann noch passiert wahrscheinlich? Also dann wäre es auf jeden Fall so, dass wir wahrscheinlich einen 180 Grad, das ist ja jetzt gerade ist, und dann wahrscheinlich noch einen zweiten rangebaut haben, dass er 360 Grad erfassen kann und den LED-Streifen erweitert und wahrscheinlich auch etwas kompakter gemacht haben, weil das ist schon sehr groß zurzeit. Bevor ich euch von der Bühne entlasse, ihr habt ja schon mal mitgemacht hier, ihr seid ja fast schon alte Hasen, ihr wisst, wie es jetzt weitergeht mit so einem Projekt. Was wünscht ihr euch, was mit eurer Idee jetzt im besten Fall, mit eurem Prototypen, muss man ja sagen, passiert? Also natürlich wäre das toll, wenn sich da irgendjemand inspirieren lässt oder so. Ich denke, so ungefähr so Dinge gibt es natürlich auch schon, aber so, ja, ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall viel gelernt davon und so. Ich denke, das war jetzt bei uns vor allem die Hauptsache, halt auch einfach Spaß mit der Hardware mal zu haben und ein bisschen zu lernen. Und da kann man dann natürlich auch noch weitere Dinge entwickeln. Deswegen sind wir alle hier. Vielen Dank euch, vielen Dank an den digitalen Raumscanner, das Projekt von Xaver, Marco und Hendrik.